Guten Morgen, was ist heute angesagt? Sonntag, chillen, schlechtes Wetter hier drin in der Wohnung genießen. Mal was essen, was wir sonntags selten essen. Was gibt's denn? Na, ich dachte, wir fahren zu Burger King. Ach so, ja, das ist wirklich sehr selten für Sonntag. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich diesmal lieber vegetarische Variante probiere. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht, im Gegensatz zu euch. Viel Spaß. Aber bevor es losgeht, noch die kostbare Zeit mit OG Fortnite nutzen. Und außerdem verstehe ich gar nicht, warum diese Season so kurz ist. Ich meine, guck mal, voll viele Leute spielen das Spiel jetzt wieder, weil sie die ganzen alten Elemente von früher wiedersehen. Und ich verstehe gar nicht, warum man das nicht als einen eigenen Modus rausbringen könnte, dass man auf der OG-Map dann mit den ganzen alten Elementen aus dem Spiel spielen kann. Ich glaube, dann würden auch wieder viel mehr Leute Fortnite supporten und ja, das Spiel wäre nicht mehr so ein Witz. Was soll ich sagen? Wir sind auf dem Weg. Zum Essen erstmal, ne? Hunger. Mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Ich muss auf den Verkehr achten, es ist mir gerade grün geworden. Was in Bremen ja eine Seltenheit ist, dass mal eine grüne Ampel ist. Wir sind da. Mein Hunger ist noch größer geworden. Und dass wir zu Burger King fahren, ist echt eine Besonderheit für mich, weil wir es wirklich ganz selten machen. Das würden wir es auch nicht filmen, wenn es was Alltägliches wäre. Und leider ist der Burger King bei uns nur mit dem Auto zu erreichen. Es gibt noch einen am Bahnhof, aber da möchte ich nur nicht gerade gerne essen. Hier ist immer ganz schön in Hochding bei dem Burger King, wo wir hingehen. So, jetzt aber genug der Worte. Jetzt wollen wir mal Taten folgen lassen. Bleibst du immer noch bei der Entscheidung, was Vegetarisches zu essen? Ich glaube schon. Ich gucke mir das gleich mal an. Vielleicht bestelle ich mir zwei Sachen, weil ich dann wieder Angst habe, von einem vegetarischen Burger nicht satt zu werden. Ich denke mal, so mache ich das. Zwei Sachen gibt's nicht. Wir beide haben, glaube ich, sogar genau in diesem Burger King, wo wir jetzt reingehen, das ausprobiert, dieses Plant-Based-Zeug. Ja. Haben wir es einmal probiert. Ich muss sagen, der Geschmack ging, aber das Allerekligste von dem Ganzen war dieser Käse. Allein schon der Gedanke, dass ich daran denken muss, dass dieser Käse künstlich hergestellt worden ist, ist so widerlich. Ich finde selbst das Fleisch war irgendwie komisch. Das ging, weil da gar kein Fleisch war. Nee, es ging nochmal noch, aber. Findest du? So. Windig. Und Hunger. Müsste auch was sein, was lecker klingt, was ich sonst auch gerne mag. Ja, dann Finger weg vom Plant-Based. Das sehe ich auch so. Wenn man in ein Burger-Restaurant geht, sag ich mal, dann muss man einfach Fleisch essen, weil einen Burger ohne Fleisch gibt es eigentlich ja gar nicht. Jetzt bezahlen. Press the button first, please. Ach, nun lass mich mal hier. Simone lernt die heutige Technik kennen. Na. Was muss jetzt hier drin? Ja, was könnte es denn sein? Ja. Willst du bezahlen? Mit Karte oder willst du mit sowas bezahlen? Mit Karte. Ja, dann drück doch. Mit Mastercard das bezahlen? Ja, das frage ich dich ja. Mit EC oder ja. Mann, Simone, du merkst nicht mal, wann du verarscht wirst. Ach, Mann. Das wird das Thumbnail. So, wir müssen mal gleich helfen, betragen. Simone steht ja da und wartet auf die Bestellung. Alle sind dran getrunken. Nö, müssen wir nicht. Ah. Müssen wir nicht, stimmt, aber weil es Sonntag ist, glaube ich, mach's mal gleich. Wie lange dauert das denn noch? Das ist doch ein Fastfood-Restaurant, soll das sein, oder?
Oha, hier, das musst du füllen. So, was ist denn meins hiervon? Das sieht nach Eistee aus. Riecht auch so. Lass hier sitzen. So, das ist er, das Prachtstück. Die nehme ich jetzt immer schon seit ganz langer Zeit, wenn wir zum Burger King gehen. Gibt es immer schon ziemlich lange zum Glück. Und schmeckt wie ein Burger aus den USA. Einfach genial. Trau mich jetzt gar nicht ran. Das kann ich verstehen. An dieses falsche Ding. Sieht sehr übersichtlich aus. Auch von der Belegung irgendwie. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, Salat, Soße. Ja, dann beiß mal rein in das falsche Fleisch. Na, ist es das wert? Schlecht schmecken tut es jetzt nicht. So. Und auch so, wie es aussieht, könnte man es für echt halten, würde ich sagen. Simone wird, glaube ich, aus dem Haushalt rausgekickt, oder? Naja, ich glaube, sie wird schon mal wieder bestellen. Ja, wirst du jetzt nicht warum, wegen der ganzen Inhaltsstoffe, würde ich, glaube ich, lieber das echte Chicken Fleisch essen. Besser so. Simone kann auch bleiben bei uns. Wir brauchen sie ja auch. Ja, so prächtig wie auf dem Bild sieht sie ja nie aus. Aber es ist halt Deutschland. Aber schmecken tut's. Hoffentlich. Es ist der Double Chili Cheeseburger. So, gibt noch einen Nachschlag. Der für mich beste Snack bei Burger King sind diese Dinger hier. Chili Cheese Nuggets. Total lecker. Was gibt's bei dir? Richtiges Fleisch jetzt. Also das andere Ding, was ich hatte, dieses Menü für fast 10 Euro, da ist man überhaupt nicht satt von geworden. Ja, das sieht nur so aus. Da ist was Richtiges drin. Jetzt habe ich richtige Chicken Nuggets. Ja, sahen auch schon mal besser aus, finde ich, von der Farbe. Und naja, ich weiß ja, wo ich hier bin und was will man hier erwarten. Ich bin zufrieden. Wir sind hier bei einem mexikanischen Restaurant in Bremen, beim Mexcal. Und das ist für uns ein Restaurant. Simone und ich früher, als wir zum ersten Mal in den USA waren, war das hier unser Bindeglied von Deutschland zu den USA, weil es ein bisschen USA-Feeling vermittelt hat. Ja, den Laden gibt es schon über 30 Jahren. Da sind wir heute mal wieder. Oh, nicht so dicht. Ich bin noch gar nicht dicht. Ja, bin ich so geblendet. Das ist wohl nicht dicht. Das ist nicht gut für meinen Teint. Da muss ich jetzt drauf achten. Mit fast 50, wollte ich sagen. Mit über 50, ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich muss mal sagen, wir gehen hier seit vielen Jahren hin. Ich habe noch nie was anderes genommen in diesem Restaurant als dieses Gericht hier. Das heißt Chicken Chimichanga. Das sind so Teigtaschen mit, kann ich gar nicht genau sagen, was es ist. Das schmeckt auf jeden Fall total lecker. Und ich traue mir nicht, was anderes zu bestellen hier, weil ich nicht enttäuscht werden möchte. Das ist einfach köstlich hier. Also ich hatte schon mal was anderes, das ist aber schon lange her. Das war auch sehr gut, aber ich komme auch immer wieder auf dieses Essen zurück. Lecker. So, aber bei mir gibt es noch was Neues, und zwar den Mexican Burger. Hatte ich vorher noch nie, und ich als Burgerfreund habe diesen Burger dann jetzt auch in meiner Burgersammlung. Der sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Also mal ganz anders irgendwie, auch vom Brötchen. Ja, ich weiß, in diesem Vlog ist außer Essen nicht viel, sondern ja, gar nichts passiert. Dennoch bin ich gerade zu Hause und ich habe aktuell Praktikum und muss halt deshalb schon um 5 Uhr aufstehen. Und jetzt ist es, keine Ahnung, 13.15 Uhr, ich bin zu Hause und das nächste Problem ist, was zu essen zu finden. Mal gucken, was es bei uns was es so im Kühlschrank gibt. Ich könnte mir ein Brot mit Brunch machen. Mache ich. Und dazu gibt's Babybel. Oh.
So, und was ich mir mal so denke, unser beliebtestes Video auf diesem Kanal ist tatsächlich ein Fortnite-Video. Ist schon ein bisschen älter und jetzt, wo ja Fortnite OG zurückgekehrt ist und die Season ja leider nicht so lange andauert, dachte ich mir, beste Gelegenheit, das Ganze nochmal nachzuholen mit den heutigen Fortnite-Skills, die natürlich auch nicht die besten sind, aber damals, ich muss schon sagen, für mich war es eine Blamage, für Stefan nicht so, weil er das Spiel ja eh nicht so gespielt hat aktiv, also eigentlich gar nicht, hat es sich nur mal runtergeladen gehabt, weil ich das mit ihm spielen wollte, hat ihm überhaupt nicht gefallen, nicht aus dem Grund, wie ich das verstanden habe, das Battle Royale, sondern er fand es ein bisschen albern, dass man da ja so abdancen konnte und immer noch kann. Ich bin ziemlich froh, dass sie das gemacht haben mit OG und ich würde sagen, ich mache mein Essen, esse das auf und dann gibt's ein kleines Gameplay. Es gibt ein weiteres Problem. Handwerker. So, schon geht's los, noch nicht ganz. Wir sind noch auf dieser Starterinsel, aber selbst das macht jetzt ausnahmsweise mal Spaß, weil, ja, wer auch die OG-Zeit kennt, erkennt, dass es auch die alte, von der alten Map ist und, genauso wie auch die normale Lobby. Also, ich finde das so geil, dass sie das jetzt gemacht haben, nur schade, dass es halt nur für eine ganz kurze Season ist. Ganz OG ist es nicht, finde ich zumindest, weil diese Wüste kam ja mit Season 5 oder 6 dazu und ob das noch OG ist, darüber lässt sich streiten. Scheiße, eigentlich wollte ich Crazy Groove landen. Aber ich glaube, da landen viele. Pleasant auch, aber lass da mal hin. Bin ich, um ehrlich zu sein, nämlich noch gar nicht gelandet diese Season. Ich bin einmal durchgelaufen, deshalb ist es auf der Map als bereits erkundet angezeigt. Aber hinder. Entweder wird es eine kurze Runde oder eine gute Runde. Um ehrlich zu sein, ich bin eigentlich immer selten hier gelandet. Es gab nur noch mal so eine Quest, meine ich, wo man so Bälle schießen musste und ja, das waren glaube ich so die einzigen Male, dass ich dann hier gelandet bin. So. Perfekt abgesprungen, sogar nicht. Ich meine, hier sind gar nicht so viele. Oh, Chuck Chuck ist schon mal gut. Ups, wollte ich gar nicht einsammeln. Egal. Scheiß drauf, ich nehme den jetzt. Und falls sich jemand wundert, warum hier keine Ressourcen angezeigt werden, das liegt daran, ich spiele gerade mit null Bauen, weil ja, zugegebenerweise, ich bin im Bauen ziemlich scheiße. Genauso scheiße, wie der Loot hier in diesem Haus ist. Ich hoffe mal, hier ist niemand gelandet. Ich glaube, ich nehme das Sturmgewehr sogar als Sturmgewehr und das hier so lange als Sniper. Ich weiß, sollte man nicht machen, aber ich kann mit diesem Sturmgewehr am besten irgendwie Gegner versuchen zu fetzen. Obwohl, nee, das ist ja doof. Nur ich mag halt die andere MP lieber. Keine Ahnung. Die hört sich so geil an. So, und jemand läuft lang. Hier ist er. Ich erschrecke mich manchmal so, auch wenn ich weiß, dass die Gegner irgendwo sind. Was war das denn? Mein Kill geklaut, dieses Arschloch. Nein! Boah. Glück gehabt, aber man merkt, meine Gameplay-Künste sind nicht die besten. Minis nehmen und den Biggie, dann bin ich fast wieder voll. Oh, das sieht gut aus. Wird sich der nächste Gegner bestimmt darüber freuen, der mich killt. Sauer. Aber wenn mir ein Kill geklaut wird, dann muss ich wem anders ja auch einen Kill klauen. Sonst bringt es mir nichts. So.
Läuft ja mal gar nicht so scheiße für meine Verhältnisse. Okay, werden mich vielleicht viele für kritisieren, dass ich jetzt einen Chuck-Chuck für 20 HP nehme, aber oftmals ist es bei mir halt einfach so, dass ich mit sehr, ja, mit sehr, sehr, sehr knapp nur davon komme und deshalb sind diese 20 HP schon was für mich. Und sind es mir wert. Und dann einfach anschließend einen. Läuft ja mal ausnahmsweise. Leben nur noch 23 Leute und ich habe mich noch nicht mal aus Pleasant rausbegeben. Naja, ich hoffe, das Gameplay ist trotzdem ganz unterhaltsam. So, einer läuft hier lang wieder. By the way, den Skin, der Typ anhat, das war mein erster Skin, den ich jemals in Fortnite gekauft habe. Und ich weiß noch, das meinen Eltern zu erklären, warum ich Geld für ein Spiel ausgebe, was ich bereits besitze und was mir das Aussehen bringt, hat auch gedauert. Also, ja, noch mehr Erinnerungen, die hochkommen. Auch wenn sie unangenehm sind. Oh, da hinten ist einer. Ich glaube, das war's jetzt für mich. Was ist denn los mit mir heute? Ich bin selbst von meinen Skills überrascht. Oh. Oh, oh, und zwei Seiten auch noch. Nein, 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 nein. So, die Zone kommt jetzt auch tatsächlich. Ich muss mich zum ersten Mal etwas bewegen. Sogar aus Pleasant Park raus. Oha. Oh. Nein. Bitte. Oh, ich weiß noch, früher war es ja mal richtig schlimm. Da hat man ja Schaden kassiert, wenn man falsch gerutscht ist. Und ich meine, hier wäre das gewesen, wo ich in meiner Runde Fortnite, die wir in dem YouTube-Video gezeigt hatten, ja, hier bin ich abgekratzt. Komischerweise ist die Kamera gerade ausgegangen, deshalb muss ich mit dem Handy weiterfilmen. Also nicht nur im Spiel ist Action, sondern auch in Real Life hier. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich bin gar nicht so gut. Ich glaube, die Leute sind einfach scheiße. Ja. 9 Leute leben noch. Also so viele Leute, wie ich Kills gemacht habe. Da hinten ist einer. Das habe ich gesehen. Da. So, entweder er oder ich. Natürlich ich. Oh ja, der hatte sogar mein Lieblings-MP als seltene Waffe, meine ich. Ja, ich glaube, das ist richtig. Selten. Blau ist selten. Oh. Da scheint was zu passieren. Auf dem Berg ist jemand drauf. Ja, ich glaube, der ist nicht mal in der Zone. Der muss ja auch gleich runter. Ah, da oben ist er sogar. Ja. Nein, 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 nein. Scheiße. Naja, 6. Platz für meine Verhältnisse. Ganz in Ordnung. Nicht nur die Runde ist fertig, sondern auch das Video. Und wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!